Hey Leute, willkommen zurück zu The Council. Wir stehen gerade hier in der Lobby, in der Eingangshalle und ja, reden jetzt mal mit Washington. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr da seid. Soll ich vielleicht mal, warte mal, was hat denn Washington eigentlich nochmal für Immunität gegenüber Politik, hat er? Ah, gut. Würde sagen, nutzen wir das mal. Weiß nicht, ob man es vorher nutzen muss. Wahrscheinlich aber. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. Ja, der mag ihn ja nicht besonders. Kann ich mir denken, weil er will ja Amerika aufhalten. What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia. Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come. It's always in your best interest. I wouldn't say that personally, but... Tja, Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Ach, Mist. Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Ich bin sehr gespannt. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you once again. I'll see you in a little bit. Tja, war jetzt auch nicht sehr aufschlussreich, aber wir wollen noch in die Bibliothek, vielleicht gibt es ja da noch mehr, können wir schon, oh, wir können wieder rauf. Das ist ja interessant. Es ist eigentlich immer so, dass man noch sehr eingeschränkt ist, was Schmetterlinge hier, was so das Rumwandeln angeht, ne? The conversion of Ulysses by Gourges. Circe changing Ulysses' companions into swines. Ja, die haben wir uns schon angesehen, die Bilder. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Kabinettengeist, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das weiß ich mittlerweile ein bisschen mehr zu schätzen als hier Jedi Royal. Aber Piaggi ist immer hier beim Essen irgendwo, steht da rum. Guck mal, das Essen haben sie immer noch nicht abgeräumt übrigens. Was ist da denn los? Na, Piaggi. Ah, Louis. Just the man. Good lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Tja. Könnte man eigentlich meinen, ne? Was ist nochmal Piaggis Schwäche? Oh, gar nichts bekannt über Piaggi. Etikette oder Logik? Nehmen wir erstmal Etikette. Your Eminence, I haven't been following the case. I'm sure that the Order did everything in its power. Unfortunately, you know the situation in Paris, and... Well, it's chaotic at best. Anything can happen in those revolutionary tribunals. The King is the official representative of God on Earth, my son. Your Eminence, France has become a secular state. The King was just another citizen to them. He refused to admit his errors, looked down upon them, and attempted to escape. What did he expect? France has lost all reason, Louis. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Louis, I'm counting on you. If you don't find Sarah before my departure, I must ask you to give me back the letter I gave you. Well, don't worry about that, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. If I say the nightmare to you, does it make
you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Ich überleg gerade, es könnte auch noch das, das Bild sein, der Albtraum, wisst ihr noch, mit dem kleinen Vieh darauf, das auf der Brust saß, wo war das nochmal? Think of a place and tell me the first thing that comes into your mind when I say the night. Manipulation ist eine Schwäche. Let me think. I'd say Lord Mortimer's favorite painting on the wall behind his desk. You know, that painting caused quite a stir when it was exhibited. It is titled The Nightmare, and it shows a woman lying down with a creature sitting on her. And in the background, a horse. I don't know if it will be of any help, but I can't think of anything else. You never know. Thank you for that, though, Your Eminence. I gotta go and see it just in case, though. Stimmt, das war in seinem Büro. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Das hat auch Washington schon gesagt. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. Warte mal. I will be seeing you, Louis. Hä? Moment. Was? Now you wanted to speak to me. Moment, ja. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Das war jetzt irgendwie ein bisschen Would verbuggt, you know what kann das the sein? Conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. Das war jetzt echt doof, oder? Das war jetzt echt ein bisschen doof. Keine Ahnung, ich wollte ihn noch zu Godoy was befragen. Vielleicht wäre er anfällig gegen Ablenkung gewesen. Also, jetzt hier Piaggi. Okay, hier habe ich ja schon alles. Das ist ein bisschen gefährlich übrigens, finde ich immer noch. Da muss nur mal einer von hinten kommen und einen schubsen. Dann war's das. Das ist der Anleger. Wow, ist aber ganz schön ein Stück hier hoch. Oh. Das ist echt leicht unheimlich. Aber was für ein Anwesen, oder? Frag mich ja, ob es hier noch was geben wird. So ein oder anderen Mord, der noch geschehen wird. Vor allem, hier hat ja schon einer stattgefunden, weißt du? Die arme Elizabeth. Und da kümmert sich auch keiner so wirklich drum, habe ich den Eindruck. Also außer uns, aber ich meine, ich kann doch nicht einfach jemandem die Schuld zuschieben, der es gar nicht war. Wir wissen das ja nicht. Ich meine, Peru hat ja gesagt, ja okay, er ist durchgetreten durch den Schlick, also durch das Blut, ne, hat dann Fußspuren hinterlassen, aber wer hat den Mord begangen? Wer hätte einen Grund dazu? Ich meine... Oh. Was? Ach, Goldelixier habe ich ja noch voll. Da kann ich eh nicht nutzen. Das Zeug davon gibt so viel und man braucht es halt so selten. Ah? Atreus, the Miller Brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Warum liest es jetzt nicht? Die hatten wir ja letztes Mal schon in der Hand, die Bücher, glaube ich, alle. Ja gar nicht. Hier ist nichts. Aber ja, stimmt, der Nachtmahr. Das könnte es sein, das Buch. Das Buch sage ich, das Bild. Vielleicht ist da ja wirklich was hinter. Das war's schon. Guck mal, diese riesen Bibliothek. Aber ich kann nicht in die unteren Stockwerke oder die oberen, leider. Wie auch immer man da überhaupt hinkommen soll.
Kann ich eigentlich noch mal den Raum dahinter mit der Medusa? Nee, ich glaube, das ist leider nicht mehr zugänglich, ja? Beziehungsweise ist es auch zu, also die sind ja noch richtig eingestellt wahrscheinlich. Ah. Honey. Aha. I couldn't have hoped for better. Couldn't have hoped for better. Immer abgeht wegen dem Gelee Royal. Aha. Okay. Ich glaube, hier haben wir sonst nicht mehr so viel. Warte mal, konnten wir eigentlich da hinten weitergehen? Nee, das war zu letztes Mal, ne? The song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Sehr gut, nur eine Münze. Hab ich gar nicht gefunden letztes Mal. Oh! Wir können endlich mal hier durch. Hier war ich noch gar nicht. Was ist das? Die Diensttreppe. Und hier in den runden... Da waren wir auch noch nicht in den runden Raum. Oh, sehr schön. Wir kriegen jetzt hier alles voll. Pass mal auf. Oh, was ist das denn? Die Kunst des Schlossschmieds. Was denn? Ne? Französische Revolution. Die Kunst des Schlossschmieds. Schlicht und einfach eines der besten Bücher zu diesem Thema. Gut, dann mag ich das mal glauben. Ach, guck mal, wieder so ein Schloss. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Ich hab den... Okay. Alles klar. Soll ich das? Ich weiß nicht, vielleicht finde ich den ja noch oder auch nicht. Oh, Mist. Dann kommt gleich der nächste. Diensttreppe. Noch nicht. Hoch. Mal schauen, was es hier noch gibt. Nämlich da ist noch was. Noch eine Münze. Cash. Eine Cash. Was ist das? Wieder Goldelixier. Ich sage, von dem Zeug gibt es echt viel zu viel hier. Oh, ich kann da bestimmt... Nein, ich kann nicht rein. Ich hab's mir Honey. Honey. I couldn't have hoped for better. Honey. Oh, Mann. Okay. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Und? Karmelitengeist? Das war's? Nee, Gelee Royal? Oh, sehr schön. Und mysteriöse Notizen, was? Okay. Das jetzt hierbei? Nee. Oh, da haben wir auch schon vier, fast. Mysteriöse Notizen, wo waren die denn jetzt? Warte mal auf Einladung. Was sind jetzt hier dabei? Als Paulus verstand, dass nur Taten zählen, war er auf dem richtigen Weg. Ich erwarte Ihre Bestätigung links von ihm, in Gesellschaft der Pilger, die sich ihm angeschlossen haben. Oh was, der Preuße ist wirklich beharrlich, gibt es Neuigkeiten? Warte mal, wir haben ja doch noch mehr erfahren, als ich gedacht hatte letztes Mal. So, dann werde ich das auch noch knacken. Fragment of amber. Ah. Sehr schön. Das war's schon. Okay. Das noch mit? Haha, ist ja besser als ich dachte hier alles. Dass die Leute aber auch liegen lassen in so einem großen Anwesen. Ob es vielleicht dann absichtlich platziert ist, wer weiß. Wer weiß das schon. Auch nichts mehr wahrscheinlich. Scholle. Na gut. Ich glaube, das war's dann hier soweit. Gehen wir mal die Treppen rauf. Die Diensttreppe.
Bin jetzt gelandet. Oh. Sah eben mal so golden aus, deswegen war ich kurz überrascht. Okay. Wollners Zimmer. Das Turmzimmer. Das ist das Einzige, was so ein bisschen rundlich wirkt. Da war ich auch noch nicht drin. Godoys Zimmer, schätze ich mal. Eins von den beiden, da war ich noch nicht drin. Oder Piagis Zimmer. Hillsboroughs Zimmer. Bonaparte. Revolutionärs. Peru. Nee, warte mal. Doch. Hm. Das sind auch alles recht große Zimmer. Und das ist dagegen noch ziemlich klein. Krasse Sache. Ja, Mortimers Büro. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Die Anlegestelle. Ach, das ist ganz unten schon wieder. Der einzige Weg von der Insel. Hört sich so ein bisschen endgültig an, oder? Warte mal. Wollners Zimmer. Kann ich da nochmal rein jetzt in die Zimmer eigentlich? Oh, nee. Mist, ich kann nicht mehr in das Turmzimmer. Das ist ja ärgerlich, weißt du? Ich hätte jetzt gerne noch mal ein bisschen hier gesucht. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Runde, Leute. Muss jetzt sein. Oh, guck mal, Emily. Was machst du denn hier? What do you want, Louis? Ja, weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Ja. Warte mal, ich müsste mir echt mal irgendwie... Na gut, aber dafür sind sie ja da, die Notizen. Aha, Politik ist jetzt gar nicht dabei bei ihr. Vielleicht ist sie ja... The Queen of Spain likes to indiscreetly say, the King, Godoy and myself make up the Holy Trinity. The people have appropriately renamed them the goat, the ruffian, and the whore. I didn't see you being a mudslinger in your idle hours, I must say. Ja, mehr nicht. Okay. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. Na, wenn du meinst. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Ihr habt doch gesagt, ihre Brüste wirken jetzt nicht mehr so auffällig anscheinend. Na, ich finde, die sind immer noch sehr auffällig. Die Brüste, ja, ja. Die nutzt sie sehr gut, ihre Waffen. Okay, was haben wir noch? Ja, Peru. Bonaparte. Wenn da noch schön ist. Ja, ich habe ja schon alles gesehen hier. Also ich glaube, Überraschungen werden wir hier keine mehr erleben. Ja. Aber wir können leider auch nicht in die Zimmer einfach so. Godoy, der ist natürlich jetzt auch nicht anzutreffen. Guck mal, nicht, dass ich den jetzt vor lauter Betriebsblindheit hier übersehen habe, dass der irgendwo rumsteht oder rumsitzt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er gerade nicht sehr gut... ein sehr guter Gesprächspartner ist. Warte mal, eine Sache will ich noch probieren. Können wir eigentlich wieder rausgehen, runter an den Anleger vielleicht? Ich würde nämlich gerne was überprüfen. Oder auch hier am Kamin haben wir gar nicht geschaut, oder? Da ist auch keiner. Könnt ihr die da noch ein bisschen quälen? Oh ne, geht nicht raus. Habe ich mir gedacht. Aber ich habe es gehofft, dass es vielleicht doch geht. So. Dieses Flackern macht mich so ein bisschen kirre. Hm, ja, Godoy, wie gesagt, ging ja nichts. Der Casanova. Dass Emily auch sowas anspringt, hätte ich ja nicht gedacht. Nicht mal in unser eigenes Zimmer. Was ist, wenn ich mal ein Schläfchen machen will oder so? Ist nicht drin, oder wie? Da hier, Piaggi. War ich da überhaupt schon mal drin in seinem Zimmer? Nee.
Warum konnte ich bisher noch nicht in Piagis Zimmer? Das ist das Einzige, was nicht zugänglich war zum jetzigen Zeitpunkt. Bisher bin ich höchst verdächtig. Und auch hier waren wir nicht drin, was auch immer das für ein Zimmer sein mag. Ich mag das ja nicht, wenn Türen verschlossen sind. Ich bin da wieder eine Katze. Ich will am liebsten die ganze Zeit dann kratzen, bis jemand aufmacht. Aber Piaggi, der verhält sich da so ein bisschen verdächtig, oder? Oder der Umstand alleine schon ist verdächtig, dass man nicht bei ihm ins Zimmer kann. Ich meine, wir haben ja nicht die Möglichkeit, was abzuschließen. Vielleicht hundertprozentig waren die Leute auch schon bei uns und haben nachgesehen, ob da irgendwas ist. Kann ich mit euch wetten. So, warte mal, jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder zu weit. Nee, Moment, bin ich nicht. Da habe ich die Dienertreppe und da ist das Büro. Ich hoffe mal, ich habe alles gefunden. Übrigens hier an Münzen und so weiter. Ach, Kinder, es ist doch spannend. Und noch wissen wir immer noch nicht, was los ist. Ja, aber auch gerade kein Diener hier zugegen ist. Oh, lass ihn mal an. Coup de lance by Paul Rubens. Oh, er hat ein Vögelchen. Was denn hier? It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. It looks like a war painting. It's dated. Da, der Albtraum, der Nachtmahr. Bärchen. Sind das vielleicht... Ist das einfach nur Vogelbeeren? Come in handy. Rote Beeren. Kleine Beeren aus Lord Mortimers Arbeitszimmer. Die will ich mir jetzt nicht so in die Tasche stecken, nur mal so. Am Ende geht die kaputt und dann hast du eine rote Weste. Es fällt doch auf jeden Fall auf. Ist auch noch so eine Kiste. Dass ich die nicht alle öffnen kann, macht mich auch so ein bisschen fuchsig. Oh, sieh mal da, Erdsteinchen. Konnte ich beim letzten Mal wahrscheinlich nicht mitnehmen, als ich hier war. The Book of the Mortimer Family. Aha. Hatte ich das nicht auch schon in der Hand? Ja, denke ich wohl. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub? The worm before it's attained its final form. Charming. Ja. Sehr. Datteln? Let's take a closer look. Da liegt da was drunter. Die Pralinen. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Soll ich? Ich würde sie gerne untersuchen. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas. The rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it. Not to be given to animals. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Sehr geehrter Guido Poletti, ich schreibe Ihnen in Bezug auf die Gemälde, die ich Ihnen für Ihre Ausstellung geschickt hatte. Beachten Sie bitte, dass sie Teil meiner Privatsammlung sind und die dazugehörigen Jahreszahlen dem damaligen Kalender der Freimaurer, AL, entsprechen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von den Jahreszahlen 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Ich muss Ihnen natürlich nicht daran erinnern, dass die Freimaurer, also dass das Freimaurerjahr AL im März beginnt. Beim Longinus-Bild habe ich mir die Freiheit genommen, die Lanze etwas anpassen zu lassen, damit sie besser der Originallanze entspricht. Das sollten Sie bei Ihrer Version ebenfalls unbedingt veranlassen. Hochachtungsvoll, Lord William Alexander Mortimer, Markgraf von Westfordshire. Vögelchen, ich komme gleich.
Die Zahlen für das Jahr 1792. 8.156 Pfund für Lebensmittel, 6.200 Pfund für Kerzen, 2.600 für Werksteine, 8.600 für Marmor, aus Korinth natürlich, 9.200 für Holz, 2.600 für Buntglas, 280.000 Pfund für Gemälde von Meistern, 3.600 für Stoffe, 25.000 Pfund für Wein, 254 für Wasser, 13.000 für Pulver. Insgesamt 360.437 Pfund. PS, im nächsten Jahr muss der Holzverbrauch gesenkt werden. Eieiei. Now, what have we got here? It looks like a model. A model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Okay. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. 100%ig. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Oh, spannend, Leute. Machen wir aber nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zusehen erstmal. Wäre richtig schön, wenn ihr mir ein Like auf das Video gebt und wieder einschaltet zu The Council. Da geht's spannend weiter. Danke und bis dann. Ciao.